Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. Das sagte einst Oscar Wilde. Wenn Sie, liebe Zuschauer, dieser Pflicht nachkommen möchten, dann sollten Sie am Wochenende dem City Palais unbedingt einen Besuch abstatten. Denn diesen Samstag und Sonntag findet die Duisburger Gesundheitsmesse dort statt. Medizin zum Anfassen und Erleben. Unter diesem Motto findet auch die diesjährige Gesundheitsmesse Duisburg statt. Hierbei können sich Jung und Alt über die neuesten medizinischen und therapeutischen Leistungen und Produkte informieren. Doch nicht nur das. Die Besucher können auch ein großes Angebot an kleinen Untersuchungen nutzen. Ob eine Schilddrüsenuntersuchung oder eine Koordinationsübung. Auf der Gesundheitsmesse Duisburg erhält man viele Einblicke in die Welt der Gesundheit und Medizin. Aber nicht nur praktische Dinge werden auf der Gesundheitsmesse geboten. Die insgesamt 27 Fachvorträge sind meist bis auf den letzten Platz gefüllt. Bereits zum 10. Mal findet die Messe, die sich mit dem Erhalt des körperlichen Wohlbefindens beschäftigt, in Duisburg im City Palais statt. Die Gesundheitsmesse lockt jedes Jahr viele interessierte Besucher aus Duisburg und Umgebung an. Und auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Gesundheitsinteressierte erwartet. Ja, und was die Gesundheitsinteressierten dieses Wochenende bei der Duisburger Gesundheitsmesse alles erwarten können, das weiß der Veranstalter Frank Oberpichler. Ja, schön, dass du heute bei uns bist, Frank. Ja, guten Abend. Ja, Frank, ihr veranstaltet jetzt schon zum 6. Mal die Gesundheitsmesse in Duisburg und trotzdem ist es euch immer wieder wichtig, was Neues zu bringen. Was kann man denn dieses Jahr Neues erwarten? Ja, also wir haben natürlich wieder unterschiedliche Aussteller auch. In diesem Fall, glaube ich, genau 63, die ein sehr buntes, sehr breites Spektrum anbieten. Neben den Klassikern, sage ich mal, wie den Duisburger Kliniken und einer bestimmten Anzahl von Selbsthilfegruppen und anderen Ausstellern, die man schon seit einigen Jahren kennt, haben wir diesmal auch einen Schwerpunkt, der sich mit dem Thema Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen beschäftigt. Und wir haben explizit auch nochmal einen Fokus auf das Thema Recruiting, also Bewerber, Bewerberinnen gelegt, sodass zum Beispiel auch Besucher sich direkt an Ort und Stelle zum Beispiel bei einem Unternehmen vorstellen könnten. Ne? Und wir haben so ein Jobboard, wo auch vakante Stellen ausgeschrieben werden und sodass wir versuchen, immer noch größere Kreise um dieses gesamte Thema Gesundheit, Gesundheitsmarketing, Gesundheitsmanagement zu ziehen. Die Messe ist ja auch eben bekannt dafür, dass man eben nicht nur passiv zuhört, zum Beispiel bei den Vorträgen, die ja auch angeboten werden, sondern eben auch aktiv mitgestalten kann. Genau, wie wird das denn dieses Jahr aufgegriffen? Also man hat natürlich wieder die Möglichkeiten, sich komplett durchchecken zu lassen an den unterschiedlichen Ständen. Das geht los vom klassischen Blutdruck- oder Blutzuckertest bis hin zu relativ speziellen Geschichten wie Venendruckmessen etc. pp. Wir werden auf der Aktionsfläche zwei, drei Angebote haben, über die ich jetzt noch nicht viel sagen möchte, weil es sehr spontan erscheinen wird. Man hat natürlich die Vorträge, die auch immer dazu einladen, mit dem Vortragenden, häufiger sehr gut ausgebildete oder hochdekorierte Personen, die dort vortragen, Spezialisten auf ihrem Gebiet, Fachleute, mit denen man auch immer ins Gespräch kommen kann. Und man kann natürlich auch bestimmte Angebote nutzen, um mitzumachen. Also auf der Aktionsfläche haben wir zum Beispiel Yoga-Angebote, bei denen man mitmachen kann, Fitness-Angebote, Tanz-Angebote. Alles das wird geboten an dem Wochenende. Hört sich gut an. Ja, vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall. Das Programm richtet sich ja an Jung und Alt. Wie versucht ihr denn, junge Leute oder auch Kinder sich für das Thema Gesundheit zu interessieren? Ja, das machen wir, indem wir jetzt nicht nur klassische Gesundheitsthemen anbieten, die irgendwas mit einer Erkrankung zu tun haben oder mit einem körperlichen Gebrechen, sondern indem wir auch auf Angebote eingehen, die dafür sorgen sollen, dass man vielleicht gar nicht erst krank wird oder gar nicht erst eingeschränkt daherkommt, sondern indem wir ja gesund erhaltende Geschichten auch anbieten, wie zum Beispiel Körperfitness, Yoga, aber auch zum Beispiel
Angebote präsentieren, die etwas mit einem gesunden Gedanken zu tun haben, wie zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ein Unverpacktladen, der also Waren anbietet, die nicht verpackt sind und daher den Gesundheitsgedanken auf eine etwas andere Ebene heben. Also Gesundheit auch für die Natur, die dann wiederum ja auch auf den Menschen rückwirkt. Aufgrund dieses breiten Spektrums ist, denke ich mal, auch die Resonanz immer so groß, haben wir auch eben schon im Beitrag sehen können. Mhm. Was würdest du sagen, wie interessiert sind die Duisburger, was das Thema Gesundheit angeht? Also die Duisburger sind sehr interessiert, das habe ich ja jetzt nun einige Jahre erfahren dürfen. Wir machen solche Angebote ja auch in anderen Städten, zum Beispiel Moers, Krefeld, in Kalka haben wir es gemacht. Und da muss man ganz klar sagen, hat Duisburg eindeutig die Nase vorn. Also wir sehen da Besucher, die eine sehr hohe Verweildauer haben auf der Fläche, die sich auch mal zwei oder drei Vorträge anhören, die bei den Aktionsangeboten mitmachen, die sich sehr aufmerksam alle Stände, alle Angebote anschauen. Und das ist ja schon auch ein deutliches Indiz dafür, dass die Besucher ein echtes Interesse mitbringen. Ne? Glaubst du, dass nach der Gesundheitsmesse die Besucher ja vielleicht ihren Lebensstil zugunsten ihrer Gesundheit auch verändern? Sicherlich nicht jeder, klar. Aber ich weiß zum Beispiel, dass dort einige Leute auch schon sich ja in Bezug auf verschiedene Angebote verändert haben. Also ich weiß effektiv, dass sich Personen, die eine lange Krankheitsgeschichte oder Leidensgeschichte im Vorfeld hatten, auf der Messe zum Beispiel einen Facharzt, einen Chirurgen kennengelernt haben, von dem die sich dann hinterher auch haben behandeln lassen. Ich weiß von einem Physiotherapeuten, der auf der Messe erstmalig bestimmte Menschen kennengelernt hat. Also der Erstkontakt ist auf der Messe entstanden und daraus sind längerfristige Zusammenarbeiten geworden. Ich weiß von Sport- und Fitnessangeboten, die wir hatten, die auf der Messe etwas vorgeführt haben und daraus quasi neue Mitglieder rekrutiert haben. Also man kann daraus dann auch längerfristig für sich und seine Gesundheit Gutes schöpfen, so gesehen. Das sieht auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend an und du hast uns sehr viele Gründe genannt, ja, am Wochenende im City Palais mal vorbeizuschauen. Und ja, das Ganze ist ja auch noch kostenlos, also noch ein Grund mehr. Genau. Danke, dass du heute bei uns warst, Frank. Gerne.